bin der Gunnar Lillehammer, bin Streetstyle-Blogger. Das heißt, ich suche toll angezogene Leute auf der Straße und fotografiere sie. Und heute haben wir aber eine spezielle Aufgabe. Wir suchen nämlich Trachten im Alltag hier in München, weil ja doch die ganze Welt mit München Tracht erstmal verbindet. Aber die Frage ist, außerhalb der Wiesenzeit, wie viel Tracht gibt es da überhaupt noch in München? Darf ich du sagen? Ja, klar. Ich bin der Gunnar. Michi, servus. Hier von den Poolspielern gibt es schon 3-4 Stück, die auch mal eine Lederhose anziehen, aber nicht so oft wie ich. Außer auf der Wiesn ziehe ich sie eigentlich fast täglich an im Sommer. Auf der Wiesn ziehst du es nicht an? Nee, weil da alle anderen Lederhosen anhaben und deswegen. Ich boykottiere die Wiesn sowieso. Darf ich ein Foto von dir machen? Ja, na klar. Du musst eigentlich gar nichts machen, sondern nur wie du da standst, kannst auch die eine in die Hand nehmen oder auch zwei und ich mache einfach ein Bild von dir. Nico, von dir auch ein Foto. Schöne Hirschlederne. Ich glaube auch, also früher oder später muss ich mir auch so ein Ding besorgen. Das ist ja auch ursprünglich, glaube ich, das, wie Tracht halt mal so gedacht war. Also gerade bei Lederhosen, die sind halt so gebaut oder gemacht, dass sie einfach ewig halten und man sie im Idealfall irgendwie an die nächste Generation weiter vererbt und auch ja einfach das totale Gegenteil von Fast Fashion ist. Coole Kombi, das Einsteckbuch. Ja, das ist gut. Genauso bleiben. Nein, die Bayern haben schon generell, glaube ich, so einen gewissen Stolz, dass sie halt Bayern sind. Und diese Trachten sind halt, glaube ich, schon so ein Ausdruck der Heimatzugehörigkeit auf eine Art und Weise. Tracht ist ja schon was, was man im Idealfall sogar noch an seine Kinder weitervererben kann. Ja, das ist nach alten Vorbildern, früher gemacht wurde, zeitlos. Und dieses Shishi-Dirndl hasse ich, die mag ich nicht. So ist gut, bleiben Sie so, machen Sie gar nicht. Sehr schön. Haben Sie einen Stylisten zu Hause? Nein, ich weiß genau, wo was hinkommt. Ja, das sieht und man. Und sag ich ja, die Schuhe sind ja furchtbar. War alles super kombiniert bei ihr, bis auf die Schuhe tatsächlich. Da hat sie schon recht. Der Schmuck auch, also es war alles nicht zu viel, das war einfach alles farblich perfekt aufeinander abgestimmt, also echt Chapeau. Zeitlosigkeit, Haltbarkeit, Bequemlichkeit, das waren alles so Stichworte, die da gefallen sind. Das hat, finde ich, dann auch einen ganz anderen Wert, als wenn man irgendwie was von der Stange kauft und dann zweimal trägt und wieder wegschmeißt.